Hallo liebe Freunde, ich bin Königstein von www.thewph.de und ich möchte euch heute Cortana vorstellen, die Assistentin von Windows Phone und in naher Zukunft auch Windows 10. Leider ist Cortana noch nicht in Deutschland verfügbar. Wann es genau soweit sein wird, wissen wir leider noch nicht, das heißt in den kommenden Monaten. Aber wie viele von euch sicherlich schon wissen, kann man Cortana schon jetzt hervorlocken, indem man auf dem Windows Phone Sprache und Region auf Englisch umstellt, beziehungsweise United States. Und schon ist Cortana da, entweder als App in der App-Liste oder hier über den Suchbutton anstelle der Bing-Suche. Und ja, ich zeige euch, warum ihr euch schon auf Cortana freuen solltet. Ich fange an mit ein paar Gags und Gimmicks und kommen dann zu den ernsthafteren Funktionen, die Cortana zu einer wirklich nützlichen und praktischen Assistentin machen. Und ja, aber eine Sache, die cool ist an Cortana, ist ihre Personality. Also sie hat wirklich verschiedene schlagfertige Antworten auf die üblichen Nonsensfragen, die jeder von uns einmal ausprobiert. Zum Beispiel kann ich sie fragen: Cortana, are you male or female? Multitudes. Aha, sehr tiefgründig. Oder was sicherlich jeder Mann einmal ausprobiert hat, gibt's zu, ist mit der Assistentin zu flirten. Zum Beispiel kann ich sie fragen: Cortana, do you want to be my girlfriend? You'd never ask, so I've never thought about it. Also, sie hat noch nie drüber nachgedacht. Und eine coole Sache ist, dass sie wirklich nicht immer auf dieselben Fragen auch dieselben Antworten gibt. Wenn ich jetzt dieselbe Frage nochmal stelle: Do you wanna be my girlfriend? I suppose the answer is yes, in at least one parallel universe. Dann kriege ich auch wirklich eine andere ausweichende Antwort. Und wie ihr vielleicht seht, die Antworten von Cortana sind manchmal so ein bisschen geekig. Das gehört halt auch zu ihrer Personality. Ich kann aber auch ein bisschen tiefer stapeln und Cortana fragen, ob sie mich zumindest mag. Cortana, do you like me? Yes, I do. Und seit neuestem gibt es auch manche Fragen sogar so kleine Bilder als Antworten. Vielleicht könnt ihr das hier sehen. Also ja, sie mag mich. Naja, und Microsoft hat in Cortana noch ein paar Gags eingebaut. Das kann man durchaus wörtlich verstehen. Zum Beispiel: Cortana, tell me a joke. The barman says, "We don't serve time travelers in here." A time traveler walks into the bar. Also, ja, der Barkeeper sagt, wir bedienen hier keine Zeitreisenden. Ein Zeitreisender kommt in eine Bar. Also es sind keine Brüller, aber schon wirklich lustige Gags und Wortspiele, die Cortana hier auf Lager hat. Und ja, wie wir gesagt haben, ist die Personality so ein bisschen geekig. Und dann hat Cortana auch ein paar Anspielungen, die das Geek-Herz höher schlagen lassen. Zum Beispiel kennt sie offensichtlich Star Trek. Cortana, beam me up. Okay, hier hat sie mich missverstanden. Cortana, beam me up. Right away, Captain. Cortana, beam me up. Sorry, Captain. I need more power. Da sieht man hier wieder ihre Vielseitigkeit. Oder ich kann sie nach Halo fragen, dem Spiel. Wie ihr vielleicht wisst, ist Cortana ja benannt nach der künstlichen Intelligenz aus dem Halo-Universum. Cortana, what is Halo? Halo rings are designed by the most advanced civilization ever, and they're an awful lot of fun to blow up. Also hier wie eine Anspielung auf, ja, auf das Spiel. Die Insider sicherlich verstehen. Ja, Cortana kann auch Liedchen singen. Cortana, sing me a song. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding dong, ding dong. Sogar auf Französisch.
Und sie kann Stimmen imitieren. Cortana, do an impression. To infinity and beyond. Cool, oder? Vielleicht noch eine? Cortana, do an impression. Okay, das ist jetzt Harry Potter oder so. Ich kenne Harry Potter ehrlich gesagt nicht so gut, also bitte keine bösen Kommentare, aber es ist irgendeine Anspielung auf irgendwas, was ihr Insider sicherlich versteht. Ja, und ja, so sind viele Gags und Gimmicks eingebaut. Da gibt es sicherlich noch mehr zu entdecken. Ich hoffe, dass die deutsche Version genauso reichhaltig wird. Also, falls ihr noch ein paar andere Sachen entdeckt habt, dann lasst es uns wissen in den Kommentaren. Aber es gibt in Cortana natürlich nicht nur Gags und Spielereien, sondern auch Funktionen, die sie zu einer wirklich intelligenten und praktischen Assistentin machen. Also natürlich geht die übliche Suche mit Sprachbefehlen. Auf viele Fragen gibt Cortana direkt eine Antwort. Zum Beispiel: Who's the President of the United States? Barack Obama. Aber es gibt auch viele Fragen, auf die man eine direkte Antwort erwarten würde, wo Cortana nur die Bing-Suche aufruft. Zum Beispiel: Who's the FIFA World Champion? Also sie weiß nicht, zum Beispiel nicht, dass Deutschland Fußball-Weltmeister ist. Cortana gibt mir zwar die relevanten Bing-Suchergebnisse, aber das ist vielleicht, sind vielleicht so Sachen, wo Cortana noch schlauer sein könnte oder werden wird in Zukunft. Dann kennt Cortana natürlich das Wetter. Also ich kann sie zum Beispiel fragen, ob ich morgen einen Regenschirm brauchen werde. Cortana, do I need an umbrella tomorrow? That's probably not necessary. Here's the forecast for tomorrow. Und dann gibt sie mir die Wettervorhersage für morgen. Hier ist die Temperatur in Grad Fahrenheit. Show me the weather in Celsius. The forecast for tomorrow shows there'll be fog with a high of 18 and a low of 7. Und dann gibt sie mir die Temperaturen in Celsius, womit ich mehr anfangen kann. Okay, aber das sind jetzt mehr oder weniger so Standardsachen. Zum Beispiel, ja, kennst du Cortana natürlich Restaurants? I want to eat a pizza. Here are five locations for pizza near you. Okay, dann gibt sie mir zum Beispiel hier Pizzerien in der Nähe. Aber das sind halt Sachen, die kann Google Now oder Siri wahrscheinlich genauso gut. Es gibt aber einige Dinge, wo Cortana wirklich schlauer ist, was sie zu der überlegenen Assistentin macht. Zum Beispiel kennt Cortana, wenn ich einen Termin einspeichere mit einem Ort, wo ich sein muss, dann ruft sie im Hintergrund die Verkehrsmeldung ab und kann mir dann Bescheid sagen, wann ich das Haus verlassen muss, um rechtzeitig zu meinem Termin zu kommen. Das kann ich euch jetzt so nicht zeigen, aber ich kann sie zum Beispiel fragen, wie der Verkehr ist, um zur Arbeit zu fahren. How's the traffic to work? How's the traffic to work? Sorry, didn't catch that. Entschuldigung. How's the traffic to work? Traffic is moving freely. You can drive to work in 6 minutes. Also jetzt sagt sie, dass der Verkehr gut fließt und dass ich nur etwa 6 Minuten brauche, um in die Arbeit zu kommen. Oder eine Funktion, wo ich mich wirklich verliebt habe in Cortana, also als Assistentin, ist Geofencing. Also Cortana kann Informationen geben, kontextbasiert, aber auch ortsbasiert. Zum Beispiel kann ich ihr sagen, dass sie mich daran erinnern soll, wenn ich das nächste Mal im Supermarkt bin, Butter zu kaufen. Und ja, ohne Cortana hätte ich da wirklich häufig meine Einkaufsliste vergessen. Und das war ein Punkt, wo ich wirklich gemerkt habe, dass das nicht nur eine Spielerei ist, sondern wirklich eine extrem praktische Funktion. Zum Beispiel kann ich hier sagen: Next time I get to the grocery store, remind me to buy butter. Okay, remind you when you get to grocery store. There's a Vitamin and Meron Hohenzollernstra 44 in München, Stadt. Is this the one you want? Any grocery store. All right. I'll remind you to buy butter when you get to any grocery store. Also Is sie, that right? also sie, yes.
Got it. Also sie hat mir erstmal einen ganz bestimmten Laden in der Nähe vorgeschlagen. Dann habe ich ihr gesagt, wenn ich in irgendeinen Supermarkt gehe, erinnere mich daran, Butter zu kaufen. Jetzt hat sie das gespeichert. Genauso kann sie natürlich auf Navi zugreifen, zum Beispiel How do I get to Berlin? Okay, getting you directions to Berlin. Dann ruft sie sofort die Navigation HereDrive auf mit der Wegbeschreibung nach Berlin. Da will ich jetzt natürlich nicht hin, also zurück. Aber es sind viele so kleine intelligente Sachen, wie ihr seht, die Cortana wirklich zu einer wirklich praktischen Assistentin machen. Zum Beispiel kann sie mich daran erinnern, das nächste Mal, wenn ich im Büro bin, jemanden bestimmt seine E-Mail zu schreiben oder das nächste Mal, wenn ich mit meiner Freundin telefoniere, soll sie mich daran erinnern, ihr zu sagen, dass ich sie lieb habe. Und solche Funktionen hat Cortana drauf. Und in Zukunft wird Cortana nicht nur auf dem Windows Phone installiert sein, sondern auf allen Windows-Plattformen. Also dann habt ihr die Assistentin auf dem Desktop, auf dem Laptop, auf dem Phone, auf der Xbox. Das wird eine wirklich coole Sache. Also ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf Cortana geben. Schaltet das nächste Mal wieder ein und folgt uns natürlich auf YouTube, Facebook, Twitter, Instagram und besucht unseren Blog www.thewphub.de. Bis dann!